Herzlich willkommen zum Wochengruß 22/27 vom 10. Juli nach dem Masterwochenende. Und ich glaube, das ist die Stelle, wo jetzt Matthias schwenkt und uns alle ins Bild reinnimmt. Wie ihr seht, haben wir hier zwei Teilnehmerinnen des Masterwochenendes, einen Assistenten hinter der Kamera, der jetzt gleich nach vorne kommt, mit dem Superman-T-Shirt, was ich auch passend trage, mit Blau auf Blau. Ich freue mich, dass ihr beide im Wochengruß mitmacht und ich bin sehr gespannt, weil ihr auch nicht wisst, was ihr sagen sollt und wollt, was wir jetzt sagen. Es ist halt immer diese etwas alberne Stimmung nach dem Wochenende, wenn man so zwei Tage die verrückten Sachen erlebt und mit Glaubenssätzen arbeitet und an der Wirklichkeit rumschraubt. Und da muss man sich zusammenreißen und irgendwie überlegen, noch was Sinnvolles zu sagen. Ich fand es war ein großartiges Wochenende. Ich denke an die Demo mit dir, Anna. Die fand ich so toll. Wo, darf ich den einen Satz sagen, der an der ersten Stelle entstanden ist? Weil ich glaube, das ist einer, den können mehrere für sich mitnehmen. Kommt drauf an. Ich sage Ihnen einfach, diese Erkenntnis, dass wenn du auf einer Bühne stehst, vor vielen Leuten, du nicht gegen Menschen kämpfen musst, dass du deinen Platz dort verteidigst. Und du stehst da, weil die Leute wollen, dass du auf dieser Bühne stehst und sie dich dahin geschickt. Ich fand das ganz, ganz großartig als Blickveränderung. Ich darf dir das auch gleich mal geben. Falls du musst nichts sagen, du kannst was sagen. Das durftest du sagen. Ich entscheide hiermit, dass du es sagen durftest. Mhm, danke, dann sage ich's. Ja, also dieses Wochenende war insofern wieder mal hilfreich. Ja. Weil ich finde generell so diese ganzen Ausbildungen bei Ralf ist ja immer so, dass du nicht nur diese Ausbildung am Ende hast, insofern du ja dann die Arbeit abgibst irgendwann, sondern eben auch, dass du an dir arbeitest. Ne? Also du arbeitest jedes Wochenende, kommst du selbst ein Stückchen vorwärts. Und dieses Wochenende war insofern sehr entscheidend, weil man eben mit dieser Glaubenssatz- oder Überzeugungsarbeit ja auch ein Stück Wirklichkeit von einem Stück Wirklichkeit loslässt. Ne? Das sind ja diese Geschichten, wie du so schön gesagt hast, Ralf, die man sich ja immer wieder erzählt. So, ne? Und dass man da eben eine andere Perspektive bekommt und auch insofern ein schöner Abschluss jetzt heute nochmal mit dem gestrigen Anfang, dass man da nochmal auch als Demo, dass ich jetzt wieder mit Ralf so vorne die Demo machen durfte, dass ich da auch nochmal eine andere Perspektive auf meine Wirklichkeit bekommen habe. Und ja, das macht immer wieder Spaß und man kommt selbst wirklich immer jedes Mal ein Stückchen weiter. Und dafür bin ich sehr dankbar. Geht's dir auch so? Ich meine, ich mache jetzt NLP echt schon lange noch, aber ich freue mich jedes Mal mit einem gewissen Staunen. Es klappt ja wirklich. Ja, oder? Also es ist so, das zu sehen, halt auch in jeder Demo, wie in der heute mit dir, zu merken, es funktioniert wirklich. Man macht da so was Komisches, man stellt sich auf Plätze im Raum, man visualisiert sich Sachen. Du warst ja irgendwie in deiner Biografie, in deiner Jugendzeit, du warst auf Bühnen gestanden, alles in diesem Raum. Und plötzlich ändert sich was und man fragt sich, wieso ändert sich es eigentlich? Ja. Ich könnte es nicht erklären, aber ich sehe die Veränderungen und das ist so großartig. Wer weiß, vielleicht finden wir es irgendwann raus. Irgendwann finden wir es raus, dann werden wir berühmt. Ich gebe weiter an Daniele. Ja, genau. Also mein neuer Hut war ja auch mal mit Anna hier Formate zu üben, die ich ja bisher nur online kannte und am Erlebniswochenende schon auch nochmal im Biergarten treffen durfte. Und sie durch meine Provokation am Samstag hier heute erschienen ist. Das stimmt, das ist dir zu verdanken, ne? Da Ralf ja so schön sagte, wir haben hier drei Handlungstypen im Raum und noch drei auf Zoom und er Anna eingeladen hat, war ich ja ganz skeptisch, ob wir den gleichen Spaß von Samstag noch auf Sonntag transportieren könnten. Wir haben ihn transportiert und potenziert und es war auch sehr spannend natürlich die Demo zu sehen, was Anna gesagt hat und wie schön Ralf die Widersprüche zwischen dem gesagten und dem nonverbalen Ausdruck aufgelegt hat. Okay, du siehst doch alles. Beziehungsweise mir als Coach auch nochmal klar gemacht hat, ob wirklich da extremer drauf zu achten, zwischen dem gesagten Wort und dem ja dargestellten Ausdruck, das nochmal zu machen. Und was Ralf auch gesagt hat, dieses Phänomen, dass wenn man in so eine Rolle schlüpft, da wirklich andere Worte aus und aussprudeln. Das ist immer beeindruckend in der Demo, aber wenn man dann selber in einer Kleingruppenarbeit das auch für sich merkt und dann denkt so, was sage ich da gerade? In welche Perspektive schlüpfe ich gerade? Das ist schon sehr spannend und ja, ich denke, es funktioniert, Ralf. Um das anzuhaken, nochmal für alle, die zugucken, es ist halt diese Beobachtung, dass die Mastertechniken wirklich auf den Practitioner-Techniken aufbauen und dass die Practitioner-Sachen weiterhin im Master gelten. Und ohne Kalibrieren, ohne nonverbale Signale, ohne zu sehen, dass du, Anna, das war ja für uns alle so großartig, quasi in der Demo über die angenehmen Sachen redest und dabei sehr guckst und dann über die eigentlich unangenehmen Sachen redest und dabei strahlst. Das ist halt, wo man merkt, da ist wirklich auch ein Konflikt drin und NLP ohne nonverbale Signale, NLP ohne Vakuum geht nicht.
Das hatten wir auch am Erlebniswochenende, wo mich der eine Teilnehmer fragte, was ist das Wichtigste im NLP? Und ich habe gesagt, WAKOG. Es gibt keinen Ersatz für saubere sensorische Kanäle. WAKOG ist das A und O des NLP. Und danach kommt alles andere. Ja, und auch dieses Zusammenflechten von so kleinen praktischeren Formaten zu einem großen, anfangs beängstigenden Format, aber wenn du es aufschlüsselst, doch zu erkennen, dass es kleine einzelne Formate sind, die man da rein hat. Sie redet von Integration konfligierender Glaubenssätze von Robert Brian Dills, der am gleichen Tag Geburtstag hat wie Johann Sebastian Bach am 21. März, was nach meiner Meinung kein Zufall ist. Für mich ist Dills der Bach des NLP. Großartiger Mann. Großartig. Alle beide. Auch das wäre mein neues Gut, das wusste ich nicht. Superman. Gerne. Dich kennt ja das Publikum schon. Das stimmt, und liebt so ein bisschen, dich, ne? Genau. Es gibt immer steigende Klickzahlen, wenn du im Thumbnail zu sehen bist. Genau. Also ich würde einfach nochmal eine Ergänzung zu dem Format bringen, wo Anna durchgeführt worden ist. Spannend ist immer zu sehen, man baut zum Anfang Ressourcen auf und dann merkt man relativ schnell im Prozess, ob die reichen oder nicht. Und das Witzige ist, die Formate sind an der Stelle fehlertolerant. Das heißt, man kann einfach nochmal einen Schritt zurückgehen, nochmal Ressourcen nachtanken und dann sozusagen den Schritt weitergehen und auf einmal reicht es. Und es ist immer so witzig zu sehen, wie sich der State und auch die Physiologie von den Leuten ändert, wenn auf einmal genügend Ressourcen da sind und dieses Collapsing Anchor stattfindet. Ja, wenn es im ersten Schritt irgendwie nicht funktioniert und man denkt so, irgendwie hat es nicht funktioniert, im zweiten Schritt ist es dann so, dass es irgendwie Klick macht und irgendwas ist passiert und auf einmal ist die Person anders drauf. Und das ist von außen total faszinierend zuzugucken und das ist jedes Mal wieder aufs Neue total toll. Jetzt haben wir ja beinahe Werbung dafür gemacht, dass man mal hier vorbeigucken könnte, wa? Das stimmt. Ich finde, es war sehr dezent. War wirklich sehr dezent. Marginal. Genau. Das ist hier übrigens die Jablonski-Straße, aus der wir senden, live aus der Jablonski-Straße. Und es gibt hier manchmal noch freie Plätze, wo man auch mit dazukommen kann. Und ich habe es auch wieder heute gemerkt, es ist, so sehr ich Zoom und Hybrid schätze, aber es ist doch noch mal was anderes, wenn man hier wirklich im Raum zusammen ist. Es war am Erlebniswochenende so toll, dass wir endlich mal wieder mit vielen Leuten in einem Raum zusammen sein konnten. Und wir haben das ja extra auch nicht hybrid gemacht. Und auch an diesem Wochenende. Du hattest ja den Samstag auf Zoom, den Sonntag hier. Mhm. Schon was anderes, ne? Also ich habe das meiste, das meiste habe ich wirklich hier in der Jablonski-Straße gelernt, ne? Also die meiste Transformation, Veränderung ist halt wirklich hier 1:1 live. Ja, und es ist der Gruppeneffekt, es ist das Miteinander, es ist die Interaktion. Also da ist, ich schätze Zoom sehr. Ich bin so froh, dass es die Möglichkeit gibt, dass Leute, zum Beispiel heute Nicole, die dann irgendwie nicht ein bisschen kränklich war, dass sie auf Zoom wechseln kann. Ja, aber den Unterschied zu merken, was es bedeutet, mit echten Menschen in echten Kontakt zu gehen, diese ganzen feinen nonverbalen Signale, auf die wir kalibriert sind, die blitzschnell und vielleicht sogar mit sowas spookigen wie Energie. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht esoterisch. Aber es ist was anderes und der Effekt der Veränderung ist anders hier. Okay. Danke euch sehr. Dann wäre jetzt die Stelle, wo vielleicht ein schöner Schlussschwenk kommt. Ja, genau. Und nächste Woche gibt es noch einen Wochengruß. Und dann macht auch der Wochengruß Sommerurlaub. Und es war mir, ja, du darfst schwenken. Ich wink schon mal ganz fröhlich. Und Dankeschön, bis nächste Woche. Schöne Woche. Und bist du an der Stelle schon eingeschwenkt? Du gibst Bescheid. Ich muss bis dahin noch ein bisschen reden. Und muss ich weiterreden? Ich höre jetzt auf zu reden und sage Tschüss. Tschüss.